Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Oh, das nimmt nichts Gutes. Ihr seht schon vor mir, heute geht es um binäres Rechnen und vor allen Dingen um sehr, sehr schnelles binäres Rechnen. Ihr habt das schon im Thumbnail etwas ziemlich Tolles gesehen, aber bevor wir uns das angucken können, muss ich euch etwas darüber erzählen. Binär, was bedeutet das denn, bitteschön? Binär, bini, irgendwie, da steckt was, der Lateiner wird es erkennen, da steckt irgendwie eine 2 im Namen drin. Und es geht darum, dass man nur mit zwei Zahlen, und zwar der 0 und der 1, beziehungsweise Lampe an, Lampe aus, rechnen kann. So, und darum geht es erstmal, dass man versucht, möglichst jede Zahl darzustellen und unsere Zahlen darzustellen. Okay, gut, ich kann ja sagen, dass das ist die 1. Okay, dann ist das die 2. Okay, ich könnte auch sagen, dass das die 3 ist, dass das die 4 ist, aber das macht ja keinen Sinn. Das ist ja total überhaupt nicht platzsparend. Aber was ich jetzt machen kann, ist, sage ich, das ist die 1, das ist die 2. Ja, und wo ist jetzt bitte schön die 3? Die 3, die ist das hier, denn ich kann ja 1 plus 2 rechnen, das macht 3. Ganz brillant. Und wenn ich jetzt die Zahl 7 darstellen möchte, mache ich einfach Folgendes, denn die Rechner werden es merken, 4 plus 2 plus 1 macht 7. Mit anderen Worten, ich habe so die Möglichkeit, mit Lampe an, Lampe aus, jede Zahl darzustellen. Zum Beispiel so die Zahl 10, so die Zahl 9, so die Zahl 11. Ich glaube, ihr werdet das relativ schnell verstehen, das funktioniert ziemlich gut. Ja, und damit kann ich nun rechnen. Abracadabra, wir sehen, hinter dieser Wand versteckt sich nämlich die Möglichkeit, damit zu rechnen. Ich kann zum Beispiel jetzt rechnen 1, das heißt diese binäre Zahl 1 plus die Zahl 2. So, wenn ich die jetzt zusammenrechne, 1 macht 1 und das runtergerechnet macht auch 1. Wunderbar, sehen wir, erhalten wir 1, 1 und 1, 1 ist 3. Wir sehen, ich konnte erfolgreich 3 ausrechnen. Gut, okay, machen wir jetzt mal was anderes. Rechnen wir einfach mal 7 plus 1. Das heißt, die Zahl 7, die ist ja das, das und das. Okay, machen wir. So, so und so. Das ist die Zahl 7 und wir wollen 7 plus 1 rechnen. Das sollte jetzt theoretisch 8 machen. So, und jetzt wird spannend. Wenn ich die beiden zusammenrechne, so 1 plus 1, dann ist es genau das gleiche, als ob ihr irgendwie 9 plus 1 rechnet. Was passiert, wenn ihr 9 plus 1 rechnet? Ihr wisst es, ihr müsst einen Übertrag machen. Also kommt hier quasi als Übertrag hier eine 1 hin. So, und jetzt rechne ich da vorne 1 und diesen Übertrag zusammen. Da kommt wieder ein neuer Übertrag dabei raus. Und ich rechne diesen Übertrag mit diesem Übertrag zusammen. Und da kommt wieder ein neuer Übertrag raus. Und hier ist 0 plus ein Übertrag. Das heißt, mein Ergebnis ist quasi das eine hier. Und wir sehen, das Ergebnis ist und sollte 8 sein. Und das ist jetzt ganz kurz angerissen. So habt ihr die Möglichkeit, binär das auszurechnen. So, und vor allem nicht nur ihr habt die Möglichkeit, sondern der Computer hat die Möglichkeit. Der Computer macht nun Folgendes. Er wandelt eure Zahl, vor allem euer Taschenrechner, wandelt die Zahl, die ihr nun geschrieben habt, in diese binären Stromsignale um und rechnet dann genau auf diese Art und Weise, wie ich es gesagt habe, das Ganze digital aus, weil es halt nur Nullen und Einsen sind, geht das so leicht, und spuckt ein Ergebnis aus, welches dann wieder zurückgewandelt wird. Ja, und ein möglicher Computer sieht so aus. Und das ist ein ganz besonderer Computer. Und hier begrüße ich eine Person, die sich die ganze Zeit da versteckt hat, und zwar Hero. Hi. Hallo. Plötzlich ist er auch dabei, wie von Geisterhand. Ja, was ist das denn Tolles hier, was du hier gebaut hast? Ja, das ist ein 8-Bit-Addierer und Subtrahierer. Und ja, mir war etwas langweilig. Dann habe ich daraus eine Technik gebaut, die das Ganze in der Theorie instant ausrechnet. Das heißt, innerhalb von wirklich 0 Ticks. Mhm. Jetzt ist die Frage, ein Piston alleine hat ja schon ein paar Ticks. Genau, ein Kolben braucht, das kann ich mal ganz kurz anreißen, damit ihr wisst, worüber wir reden. Minecraft ist in Ticks aufgebaut, das heißt in Verzögerungen, die quasi ins Spiel aufgebaut sind. Und ein Repeater zum Beispiel hat eine Verzögerung von, ich meine, 2 Ticks. Ich meine, da liege ich richtig, ne? 2 Ticks. So. Das heißt, es dauert immer 2 Ticks, 2 diese Game-Ticks, das Signal von da bis nach da zu leiten. Und ein Tick ist tatsächlich eine 20. Sekunde. Das heißt, so ja, ist das da angegeben. Da muss man immer noch von Redstone und Game-Ticks unterscheiden. Das ist noch was anderes. Ich meine, Game-Ticks sind doppelt so schnell wie Redstone-Ticks. Genau. Ja, es ist ein bisschen, also es ist ein bisschen verwirrend zu erklären. Also ich habe es, ehrlich gesagt, bis heute nie so richtig verstanden. Was ich aber weiß, ist, dass ein Kolben 3 Ticks hat. Das heißt, es dauert genau 3 Ticks, um ein Signal durch die Kolben durchzujagen und einen Block auszuklappen, bis es dann am anderen Ende ankommt. Das heißt, 3 Ticks später, nachdem ich den Schalter umgelegt habe, geht dieser Redstone an. So, okay. Und das ja, hast du jetzt als Grundlage. Ausschalten, genau. Das ist nämlich was ganz Wichtiges. Wenn ein Piston einen Block verschiebt, so für diese Zeit ein Empty, das heißt, es ist sozusagen wie ein Schwein, was rumläuft, nur halt als Block. So. Und sobald man jetzt den Hebel wieder umlegt,
wird dieser Block zu diesem Endkey, damit er eingezogen werden kann. Das heißt, er existiert nicht mehr. Und dieser Redstone würde sofort ausgehen. Sofort aus, braucht aber, bis er angeht. An dieser Stelle will ich nochmal kurz... Und das habe ich mir halt hier zunutze gemacht. Genau. Falls ihr das noch nicht so ganz verstanden habt, ich verlinke an dieser Stelle jetzt nochmal rechts hier oben ein Video, das heißt Minecraft verstehen Kolben. Da habe ich es nochmal fachchinesisch korrekt erklärt, sodass ihr versteht, was das bedeutet mit den Ticks. Und ja, diese Technik machst du dir jetzt hier zunutze. Und, richtig. Ja, es ist, sieht verrückt aus. Erklär's, versuch's mal irgendwie zu erklären. Ja, da können wir einmal runtergehen, da ist das so Schritt für Schritt quasi aufgebaut. Mhm. Also ich habe mir als erstes, das hier, diese Steinkonstruktion hier war tatsächlich das erste, was ich in dieser Welt gebaut habe. Und das ist ein sogenannter Volladdierer. Der addiert 2 Bits jeweils zusammen. Das sind also 2 Nullen und Einsen. Und sagen wir zum Beispiel, der kann jetzt hier 1 plus 1 rechnen. Ist. Das wäre dann eine 0 plus ein Übertrag. Die grüne Leitung hier ist Übertrag und das hier ist das Output-Signal, ob dort beim Ergebnis halt eine 1 oder eine 0 rauskommt. Mhm. Und ja. Ich glaube, die genauen Schaltungen müssen wir uns nicht angucken. Das wird richtig auch nochmal angeschnitten in der Bank, wenn ich die Bank baue. Aber es ist hauptsächlich aus Kombination von und oder Gates das Ganze gebaut. Und wie gesagt, ihr müsst halt wirklich wissen, dass wir können ja so rechnen. Wir können 0 plus 1 rechnen, ergibt 1. Aber wir können auch 1 plus 0 rechnen, was 1 ergibt. Und wie ich vorhin nochmal gesagt habe, sobald wir 1 plus 1 rechnen, haben wir diesen Übertrag. Und dieses grüne Viech hier nennt sich deshalb auch immer Carry Flag an dieser Stelle. Oh, Entschuldigung, kurzer Cut, aber weiter geht's. So, also, du machst weiter. Ja. Richtig. Und bei dieser kleinen Schaltung hier, das ist jetzt nur ein Volladdierer, kann man auch schon sehen, wie lange das Signal braucht, bis es dort hinten geändert wird. Mhm. Und ja, das ist dann hier diese Technik. Hier einmal weiter. Das ist dann, so sieht ein Instant Repeater aus. Das heißt, kommt hier ein Signal rein, wird es sofort hier wieder mit diesen 15 Ticks weitergeleitet. Mhm. Das funktioniert halt mit einer Art Block Update. Und ja, das hier wäre ein Not Gate, das heißt, hier kommt es invertiert raus, wie eine Redstone-Fackel. Mhm. Und das hier wäre ein Not End Gate, das heißt, es kommt so lange was raus, bis beide hier an sind, dann wird das Signal hier abgebrochen. Also, sobald beide an sind, geht das Signal da raus, und das können wir kurz ausprobieren. Wir sehen, genau, jetzt ist aus und jetzt ist an und jetzt ist an und jetzt ist aus. Okay, ja, cool, vor allem, das ist instant, das macht es nochmal umso schmackhafter. So, das Ganze habe ich dann einfach hier mal in dieser Instant-Technik übersetzt. Das ist sozusagen wirklich nur dieses graue Gebilde hier. Mhm. Die untere Ebene an Pistons ist sozusagen diese erste Fackelschaltung hier. Dann geht das Ganze hoch, ist nur mal gedreht. Das heißt, es ist theoretisch zweimal dasselbe. Das heißt, wir sehen jetzt sozusagen genau das, was du hier gebaut hast, nur dass halt jede Fackel sozusagen ersetzt wurde durch diesen Mechanismus, wenn man es didaktisch reduziert richtig sagen möchte. Richtig. Okay. So. Ja, dann... genau, und es gibt noch eine Besonderheit. Dann war das System fertig, ja. Ja, und zwar die Besonderheit, dass du hier noch einen Carry Flag bearbeitest. Also wir sehen, hier ist es ja so, dieser Mechanismus, obwohl das... haben wir das gezeigt mit dem Carry Flag, dass es von da auch noch kommt? Also dieser Mechanismus hat ja nämlich noch eine Besonderheit. Also, hast du hier einen Carry-Output? Muss ich mir ganz kurz fachchinesisch schreiben? Ja, hier, das Grüne, genau. Okay, genau. Ihr habt nämlich ja auch noch die Möglichkeit. Ach ja, stimmt, genau, gut, genau. Es gibt 3 Inputs. Also es gibt 2 Standard-Inputs, die hier vorne sind. Ihr könnt ja 0 plus 1 rechnen, hatten wir ja gerade schon erklärt. Aber es gibt noch einen dritten Input, und zwar den hier, den Carry-In. Das heißt, der Übertrag vor der Zelle davor geht auch noch hier rein und wird jetzt addiert. Wir sehen, 1 plus 1 macht 1, 0. Okay, stimmt. Und wenn wir jetzt noch den dritten anmachen, kommt da 1, 1 raus. Mit aller, weil ja 3, ja, wir rechnen ja quasi 3. Und 3 ist binär. Also 0 plus 3 rechnen wir und das ist natürlich binär unsere 1, 1. Okay, stimmt. Und das darfst du nicht vergessen. Hast du ja hier schon ineinander übergebaut, dass wir quasi hier eine von diesen Zellen haben, die dann natürlich 2 Inputs hat und ein Output hier hat. Und der andere Output geht dann automatisch als Carry weiter in die nächste Zelle. Das heißt, jede Zelle ist hier die Stelle.
Und ja, theoretisch für das erste Bit bräuchte man gar keinen Volladdierer. Das heißt, diesen Carrier Flag hier könnte man wegnehmen. Aber da man das für alle anderen braucht und fürs Subtrahieren, habe ich das halt direkt noch mitgebracht. Genau. Also das Ganze wäre dann, wäre es ein einfacher Halbaddierer, so heißt der ganze Spaß. Aber das müsst ihr euch gar nicht so genau merken. Aber nur einmal zur Logik halber. Ihr seht, wenn ich jetzt hier 1 umlege, dann ist natürlich hier die 1 an. Und wenn ich natürlich auch nur hier die 1 umlege, ist da die 1 an. Wenn ich allerdings 1,1 reinlaufen lasse, dann geht sowohl, dann geht die an. Alles gut, weil 1 plus 1 ergibt 1,0. Nie durcheinander kommen bei dieser binären Mathematik. So, aber wenn ich jetzt noch eine dritte anmache, und zwar hier die dritte anmache, dann geht das Ganze weiter zu 1,0,0, weil halt 3 ein sind und das in 1,0,0 passt. Und ja, ist ja richtig lustig. Und bei den kleinen Rechner hier, das sind ja jetzt nur 4 Bits, die der zusammenrechnen kann, da sieht man, dass es auch noch relativ instant ist. Also wirklich hier lege ich den Schalter um, zieht sich der hier sofort zurück, der Kolben. Dort oben sind es schon 8 Bit, das sind ca. 900 Pistons. Da fängt es leider an zu laggen. Aber für kleinere Mechaniken kann man dann diese Instant-Technik wunderbar benutzen. Die ja auch sehr süß ist, aber jetzt geht es natürlich richtig ab, weil hier oben ist diese Technik dann etwas komplexer aufgebaut und ich finde, es sieht immer richtig bemerkenswert aus, wie sie schaltet. Aber ich würde sagen, wir rechnen mal eine Kleinigkeit. Und zwar rechnen wir was ganz Einfaches. Wir rechnen 7 plus 1, das müsst ihr 8 machen. Mit anderen Worten, ich wähle jetzt schon mal hier unsere 7 an. Das heißt, diese 3 sind schon mal ausgefahren. Das heißt, wir sehen hier binär die 7. 1 plus 2 plus 4 ergibt 7, ne? Und wenn ich jetzt hier plus 1 mache, das heißt, hier die 1 auswähle, müsste eigentlich dann theoretisch die hier angehen. Wir überprüfen, ob es funktioniert und zack, wir sehen, es funktioniert. Das heißt, sie kann es rechnen. Ja, genau. Hier haben wir noch eine kleine Sicherheitslampe. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, kurz überlegen. Machen wir so. Wenn wir das so jetzt rechnen, 57. Zack. Richtig. Also sobald wir dann übers Maximum hinausrechnen, weil wir haben ja das Maximum quasi hier angewählt, dann ist jetzt das quasi der letzte Carry Flag. Und wenn wir jetzt noch etwas noch Höheres machen, wird immer diese Lampe angehen, weil, oder? Die Lampe geht an, weil er sagt, ab jetzt kommen hier falsche Ergebnisse raus, weil das Signal schon größer als 8 Bit ist. Ja, das heißt, man müsste sich jetzt hier vorne noch weitere Bits vorstellen, dann wäre das Ergebnis wieder richtig, aber die sind, wie gesagt, nicht vorhanden. Genau. Also wie gesagt, wir rechnen auch gerade nur mit maximal 8 Schaltern. Und auch genau hier solltet ihr auch wissen, das ist ein 5-Bit-System. Warum? Weil wir einfach 5 verschiedene Signale haben. Das heißt, ich kann hiermit alles darstellen bis zur Zahl, lass mich selbst noch mal nachdenken. 31, genau. Nicht 32, weil 32 wäre ja schon die nächste Lampe. Das heißt, wenn ich Zahlen bis 63 darstellen möchte, müsste ich sowas hier hinpacken. Und vielleicht erkennen einige Leute, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich 64 Items in die Hand nehmen kann. Wobei ich das ja immer sehr lustig finde. Denn eigentlich, so wie Minecraft programmiert ist, müsstest du 126 Items in die Hand nehmen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte für sich. Ich glaube, 125. Moment, ich will ja keinen Schmoo erzählen. Ich glaube, du kannst es nachvollziehen, oder? Ja, das wäre ja dann noch ein Bit mehr. Richtig. Genau. Ja, es hat ein bisschen was mit der Speicherreservierung zu tun, aber das ist nochmal Stoff für ein anderes Video. Aber der Rechner hat noch eine Funktion, oder? Richtig, das Subtrahieren. Hm. Und da ist es wichtig, um halt das binäre Rechnen nochmal zu verstehen, um zwei Zahlen, also um eine Zahl von der anderen abzuziehen, muss man die Zahl, die abgezogen werden soll, einmal invertieren. Das heißt, überall, wo eine 0 steht, rechnet der eine 1. Mhm. Und dann rechnet er der ganzen Zahl noch 1 hinzu. Ist ein bisschen komplizierter, warum das so ist. Ist aber so, kann man sich merken. Ist eine einfache Redstone. Richtig. Und dann hier, wenn man mal sich hier hinten das lilane Signal auch anschaut, dann geht das einmal, oder? Hier oben, oben rechts, in den ersten Volladdierer rein. Das ist sozusagen unser plus 1. Und jeweils hier vor. Das könnte ich theoretisch hier unten nochmal zeigen, da habe ich das einzeln. So. Da bin ich. Okay. Ja. Dieses Ding hier invertiert sozusagen. Ich bin jetzt in deiner Sicht drin. Ja. Ist hier sozusagen die rote Leitung aus. Ist sie hier auch aus. Machen wir doch Subtrahieren an. Dann ist dieser an, wenn das aus ist. Und aus, wenn es vorne an ist. Das ist sozusagen der Inverter hier. Ist was komplizierter. Hier haben wir es leicht, aber ja. Mhm. So. Ja,
Okay, ich würde sagen, wir wollen es einmal noch in Edge-Action sehen. Ne? Und vor allen Dingen, während du jetzt mal was rechnest, oder lass uns mal ein bisschen addieren, denn ich finde, das sieht immer mega cool aus, wenn das Ding hier am Rechnen ist. Ja, dann addieren an. So, und dann können wir hier zum Beispiel 5 plus, was weiß ich, 10 rechnen. Ja, okay, das ist jetzt blöd. Dann muss nichts addiert werden. So, dann rechnen wir nochmal 2 dazu. Ja, und da merkt man gerade schon, was da für ein Aufwand hinter steckt. Nochmal 1. Wow. Und wenn wir jetzt, Moment, das kann ich gleich mal machen, dann lege ich hier den Schalter um und sag mal subtrahieren. Zack, 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 zack. Jetzt arbeitet alles. So. Richtig, das ist normal. So, und wenn wir das jetzt mal ausrechnen, das wären... Ja, wir können es ja ganz einfach, wir können die Subtraktion ja ganz einfach überprüfen, ne? 15, ja, ich wollte gerade ausrechnen. Also wir rechnen 15. Links minus rechts, ne? Richtig. Genau, das heißt, wenn ich jetzt hier die hier umlege, das ist dann 1, 2, 4, 8, 16, 32 und rechne 32 minus 1, müsste, ja, theoretisch 32 minus 1 müssten all die angehen. Wir sehen, du hast es umgelegt, es funktioniert. Es legt nochmal um, dann sieht man nochmal die ganze Technik hier schalten. Flop, bumm. Da sieht man auch, wie das Signal durchwandert, durch diese ganzen Zellen hindurch. Und genau. War schon cool. Ja. Ich habe die jetzt jeweils 2 Volladierer einmal übereinander gebaut. Das habe ich einfach gemacht. Ich wollte gerade fragen. Ich wollte mich gerade von oben, kann man nämlich nur 4 Zellen zählen. Ich wollte gerade sagen, wo sind die anderen Zellen bitte schön hin? Das ist hier hinten, das gelbe Signal, was hier einmal langläuft. Das ist sozusagen das Carrier-Signal, was von dem einen Bit wieder vorne reingeht. Genau, dass hier an der nächsten Etage unten reingeht. Und wenn es dann ganz hinten rauskommt, müsste es ja, glaube ich, über diese Orangenleitung zu dieser Lampe gehen, ne? Ja. Genau, das ist die letzte... Leitung. Ja, ein super praktisches Ding. Gibt es das Ganze denn als Download? Ja, ich wollte auf meinem Kanal noch ein Video dazu machen, wie das mit dieser Instant-Technik funktioniert. An dem Beispiel auch, dass man da nochmal ein ausführlicheres Tutorial hat. Und da werde ich das Ganze dann wahrscheinlich auch veröffentlichen. Gut, in diesem Sinne, ich verlinke in der Videobeschreibung den Kanal von Hebro und dort könnt ihr da mal vorbeischauen. Dort findet ihr dann das Ganze als Download in dem Video, wo er es nochmal vorstellen wird. Ja, coole Technik, die du da gebaut hast. Vor allen Dingen spannend, dass du das Ganze hier versucht hast, mit dieser Instant-Mechanik zu bauen. Das habe ich ehrlich gesagt soweit auch noch nie wirklich funktionierend gesehen. Ich habe davon gehört, dass es möglich ist, dachte aber, puh, wer schafft denn sowas? Und ja, wie lange hast du jetzt hier dran gesessen? Das ist ehrlich gesagt gar nicht so lange. An dem Volladierer jetzt hier, das Gelbe, waren es, glaube ich, 4 Stunden mit Denken und Bauen. Das Komplizierteste, das glaubt man gar nicht, waren hier vorne die Leitungen damit zu verbinden. Ja. Denn erstmal das alles dahin zu wursteln und dann waren hier immer unerwünschte Block-Updates. Das ist nicht gut gewesen. Ach, durch BAT, oh, ja, ja, kenne ich, ich sehe schon. Die Technik arbeitet zwar damit, aber ja, manchmal ist es halt nicht gewünscht. Ja, diese BAT-Fehler zu finden in Minecraft, das Schlimmste, damit ihr eben auch noch folgen könnt, was das bedeutet. Bud-Switch kurz angerissen, ist eine ganz unschöne Mechanik, dass wenn ein Kolben Phantom gepowert wird, beispielsweise so, dann ist jetzt Folgendes los. Ihr seht, es ist alles okay, aber sobald ich nun den Kolben irgendwie anstoße, mit einem Block daneben, merkt der Kolben, oh Moment, ich sollte an sein. Oder jetzt, oh Moment, ich sollte aus sein. Und das ist eine sehr, sehr, sehr unangenehme Mechanik. Und damit dieses Problem hier vermieden wird, haben wir gesehen, hat der Hebrew hier das einmal so hochgebaut. Das heißt, einmal das so hergelegt. Das heißt, hätte er das nämlich hier hergelegt und dieses rote Signal wäre angewiesen, also das Redstone hier angewiesen, dann würde das bedeuten, dass dieser Kolben in Wirklichkeit an wäre oder nicht an wäre und das würde diese Technik ein bisschen zerschießen. Richtig. Was auch noch, was man noch beachten muss, da werde ich aber auch noch in meinem Tutorial weiter drauf eingehen, wenn man das Ganze jetzt hier einmal so rumbaut, diesen Repeater. Moment. So, das ist er. Ja, genau, das ist es nämlich. Das ist der ganze Repeater, nur einmal verkehrt herum. Das habe ich manchmal gemacht, damit es platzsparend funktioniert. Es geht aber so rum nicht, weil wenn der Redstone-Block hier unten ist, wird dieser davon nicht geupdatet. Ich weiß nicht warum, aber der muss hier oben sein. Ja, der muss oben sein, weil das Problem, genau, der muss deshalb hier sein, weil die sich sonst nicht gegenseitig updaten, weil der updatet quasi den hier. Ich muss mal, warte, wir können es ja eben schon rausfinden. Ich habe eine Vermutung. Lass mich eben diese Vermutung überprüfen. Ja. Und zwar lässt sich die ganz einfach überprüfen. Genau, das ist nämlich eine Vermutung. Ihr seht, so funktioniert der Bud-Switch nämlich nicht. Jetzt, richtig. Genau, ist kein Bud-Switch da. Und jetzt wäre der Bud-Switch da. Das heißt, jetzt würde das Ding merken, oh, da ist ein Block oder nicht ein Block. Und hier wird diese Bud-Switch-Technologie benutzt in diesem Fall.
Ja, man muss das Signal hier reinleiten. Mein Fehler. Moment, einmal updaten. So, genau. Okay, dann hier kommt das Signal immer hier vorne in den Block rein und hier kommt es hinaus. Zack, und dann, genau, und dann geht es natürlich so in Highspeed raus. Das ist, weil dieser Block hier unten bepowert sozusagen den Piston, wird aber gleichzeitig, weil der Redstone-Block oben zu einer Intensität wird, wieder eingezogen. Das heißt, der obere hier, das ist wieder kompliziert, wird bepowert und gleichzeitig nicht bepowert. Das heißt, er setzt den Block sofort hier hin. Ist halt die Mechanik dahinter. Mich würde es mal interessieren, wer von euch Leute hat denn diese Technik verstanden? Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr solche Minecraft-Experten seid, dass ihr wisst, wie das hier funktioniert. Aber selbst wenn nicht, die Sache mit dem binären Rechnen solltet ihr theoretisch verstanden haben, und solltet ihr überhaupt nichts verstanden haben und jetzt immer noch mit offenem Mund vor diesem Video sitzen und Nobado verstehen, sage ich euch ganz kurz zusammenfassend: Hebrew hat hier etwas sehr Komplexes, was sehr, sehr schnell ist, gebaut, welches sehr, sehr gut funktioniert, seine Arbeit richtig macht, und es ist einfach nur toll. So, okay. So, und hier ist der obligatorische Command-Block, der natürlich in jede Einsendung von Hebrew gehört. Ihr seht, da ist der Command-Block. Und ich möchte einmal kurz in dieses Bild, in dieses Buch nachgucken. Menü, Start, Technik, wo, was, Moment, Menü, Start. Kann man draufdrücken. Ah, Technik. Oh, wo alles begann. Ah, Einführung. Muss ich mir das jetzt durchlesen? Da steht eigentlich alles, was ich dir schon gesagt habe. Also. Wozu durchlesen, wenn man es doch in ein 20-Minuten-Video fassen kann? Richtig. Ja. So, gut. Und in diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und ciao. Yay.